Hallöchen, Leute. Bitte verzeiht die ein bisschen Möhle ringsrum. Das Tal ist riesig. Was habe ich hier eigentlich? Ich gehe mal hier so runter. Guck mal da so. Da ist was mit dem Lüfter hinten. Ich sage euch mal, was das ist. Das ist ein Dörrautomat, den ich gefunden habe, den ich mir eigentlich besorgen wollte, wegen meinem Filamenttrocknen. Aber wenn ich da jetzt so gucke, also zwei, drei Rollen kriege ich da auf alle Fälle rein. Es fehlt natürlich hier vorne die Klappe. Die Dinger hier, die sind ja rausnehmbar. Die Gitter kann man hier so rein. Die brauche ich ja alle nicht. Wenn ich da aber mal so eine Rolle Filament legen will, dann brauche ich ja nur unten. Kann man ja so raus, die Gitter so rein und rausnehmen. Ich weiß nicht, wo ich gerade hingefilmt habe, weil ich hier mache mit Handy. Ich hole mal eine Rolle. Da habe ich jetzt so eine 500 Gramm Rolle. Ja, da steckt jetzt noch Werbung drin. Ich nehme mal die Dinger mal kurz so provisorisch raus. Da kriege ich mehr als vier Rollen rein. Zwei, vier, acht Rollen gleichzeitig. Also die brauche ich nicht. Aber ich muss mein Filament trocknen. Das hier ist jetzt PETG. Das muss ich sowieso trocknen. Aber was ich ganz dringend brauche, ist mein... Was ich aber ganz dringend trocknen muss, das ist mein... Ja, das steht auf der Rolle, das ist was Falsches. Mein Flexfilament. Das hier. Das Flexible, damit ich die Riemen drucken kann. Ich habe es schon probiert. Das ist so feucht, das geht gar nicht. Dann muss ich mir noch die Silikabeutelchen besorgen. Ich habe mir schon ein Eimerchen besorgt, wo ich das dann lagern werde. Ich weiß nicht, ob ich das den Begriff so sagen darf, aber für mich heißt es einfach Negerkuss. Ich habe mir einfach so einen Eimer Negerküsse gekauft. Weil die halt auch lecker sind, aber den Eimer kann ich auch gut brauchen. Der ist ja relativ ja, luftdicht. Sollte so passen. Da werde ich die dann reinpacken, die drei Sachen, die ich da trocknen muss. Das PLA, was ich habe. Das Schwarze jetzt ist gerade abgebrochen, das hat auch schon Feuchtigkeit gezogen, das müsste ich dann auch mal trocknen. Das ist aber nicht so schlimm. PLA zieht so wenig Feuchtigkeit, das dauert Monate, bis da mal Feuchtigkeit reinkommt. Anderes Ding ist aber, diese Kiste funktioniert nicht. Ich habe sie zwar gefunden, ich habe sie auch schon mal reingesteckt, sie funktioniert nicht. Ich werde sie jetzt mal aufschrauben. Man sieht ja, hier oben ist so ein Display. Ich weiß jetzt nur nicht, wo da jetzt genau die Elektrik drin ist. Ich guck mal, ob ich Licht ankriege. Da sieht man, wo da die Elektrik sein soll, weiß ich jetzt auch nicht. Muss ich mal gucken. Natürlich werde ich das Ding mal sauber machen, aber wenn ich so von hinten gucke, die Heizspirale. Die sieht eigentlich relativ gut aus. Ich habe da jetzt keinen Fehler, nichts sehen können. Der Lüfter sieht auch relativ gut aus. Das ist einfachste Technik. Achso, das Ding habe ich mal gegoogelt. Bei Amazon so um die 150 Euro. Und das Ding ist noch nicht mal alt. Weil lass mich mal das Ding umdrehen. Und dann gucken wir nochmal. Da ist die Modellbezeichnung. 11.2021. Das Ding ist nicht mal ganz ein Jahr alt. Das hätte eigentlich noch Garantie und hast du nicht gesehen, aber ich muss das jetzt erstmal aufschrauben und mal gucken, ob ich da sehen kann, wieso das Ding nicht mehr hinhaut. Wenn das jetzt mit der Steuerung da oben nicht hinhaut, werde ich was mit einem Arduino basteln. Das werde ich dann aber in einem nächsten Video machen. Ich werde jetzt hier nur einmal kurz gucken, ob das vielleicht eine ganz einfache, schnelle Reparatur wird. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich erstmal wieder. Ich habe das Ding jetzt erstmal so weit auf.
Hier hinten, die Platte hatte ich jetzt abgemacht, dann kam ich nicht weiter. Heizspirale, Lüfter dreht frei, also der ist nicht fest. Heizspirale ist okay. Die hier, dieses Ding saß da so oben drüber. Habe ich abgemacht. Die Kabel waren hier hinten fest. Hier hinten ist ein ja, NTC. KYS, ja, Temperaturfühler. Das zum Display und das scheint Trafo-Steuerungsgeschichte zu sein. Da gehen jetzt aber so viele Kabel hin und her. Ich denke mal, das ist auch wegen deinem Relais. Beziehungsweise, was steht hier? BT 139, das ist ein MOSFET. Aber das Ding hat ja absolut keinen Saft. Da kommt ja nichts. So, jetzt filme ich ja hier gerade. Ich mache mir jetzt mal ein Foto von den Kabeln hier. Weil ich werde das mal abnehmen und dann werde ich mir mal die Platine angucken. Weil irgendwie, ja, Saft hat das Ding gar keinen. Gut, also sehen wir uns gleich wieder. Da bin ich nochmal wieder. Jetzt habe ich das ausgebaut. Ich habe erst gedacht, Schaltriegel, Netzteil, irgendwas. Ja, nee, von wegen. Das ist ein direktes Netzteil. 220 Volt, 240 Volt AC-Eingang, sekundär 10 Volt AC-Ausgang. Ja, Schuhe, ja, keine Ahnung. Gleichrichter, hier ist ein IC1, ich denke mal ein 78L05 oder sowas. Kann man das jetzt hier erkennen? Ich hoffe. Ich habe selber noch nicht geguckt. Na, Fokus, komm. Nee, tut nicht. Komm mal her, mach mal Fokus. Macht er nicht. Ich guck mal. 78L05. Habe ich mir gedacht, ein 5-Volt-Regler. So, der 5-Volt-Regler. 1, 2, 3, 4 und dann. Und dann steht da der 5-Volt-Regler, der geht hier mit auf ACL? Auf Live? Das ist N. Und L ist auf die 5-Volt-Schiene? Ui, 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 ui. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Nee, da ist das IC. Doch, da hinten. Das ist. Ist das denn Ground? Input. Ground. Output. Output müsste der sein. Geht hier über einen Widerstand. Auf die Diode, ne, das ist der Input. Input, Ground, Output. Da geht auf. Hä? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und hier habe ich das Display. Was ist das für ein IC? Habe ich noch gar nicht geguckt. Ich muss mal kurz. Ein IC ohne Beschriftung. Da ist absolut keine Beschriftung drauf. Die wurde noch nie mal weggeschnitten. So, aber das Ding macht keinen Mucks. Ich messe mal den Trafo durch, ob der einen Kurzschluss hat. Die Sicherung sieht heil aus. Ich gucke nochmal Datenblatt wegen dem IC. Ich glaube, die Seite ist Input und die Seite ist Output. Und wenn der Output auf AC liegt, seht ihr das? ACL, AC, N. N und L. Dann kommt Fan und Heater. So, und der Heater geht über den MOSFET. Und der Fan geht hier über einen zweiten kleineren. Ja, was ist das? MOSFET? Was ist denn das?
Muss mal gucken. 11:06, nee, 17:06-5 ist ein High Voltage Transistor, Bipolar Transistor, soweit ich mich erinnern kann, glaube ich, müsste ich noch mal googeln. Kann ich jetzt nicht wirklich beantworten. Könnte ein MOSFET sein. So, was haben wir hier noch für ein? Das kann man jetzt leider nicht sehen. Ein, selbst für mich schwer. S8050. Würde mich ja jetzt mal interessieren, wo da die 5 Volt auf die hier geht. Dann gebe ich dir mal 5 Volt und schau mal, ob die überhaupt ein Lebenszeichen von sich gibt. Wenn der hier nämlich in Ordnung ist, dann ist ja das im Arsch. Würde ich mal behaupten. Den Transistor oder den MOSFET teste ich mal so durch mit Durchgangsprüfer. Mal gucken. An irgendwas muss es ja liegen, dass das Ding keinen Saft kriegt. Beziehungsweise vielleicht ist auch die Netzleitung kaputt. Braun ist L und blau ist N. Ich gucke gleich mal, ob das wirklich so war. Rot. Rot ist, das ist hier L. Und das ist N. Ich gucke mal auf dem Foto, wie das angeschlossen war. So, dann melde ich mich nachher wieder, wenn ich soweit mehr weiß. So, da bin ich wieder. Ich habe was gefunden, und zwar ist hier eine Temperatursicherung. Und zwar habe ich nämlich Trafo und das alles geguckt, alles in Ordnung. Und da piept nichts. Wenn ich den jetzt da piep, dann nicht. Ich habe mich nämlich gewundert. Ich habe nämlich gemessen. Der rote ist ja L. Habe ich L vom Stecker hier auf den gemessen. Kein Piepen von N, ja. Und jetzt will ich mal gucken, was sagt die Temperatursicherung? Wie heiß ist das Ding geworden? Was sagt das Ding? 250 Volt. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich weiß nicht, ob man das sieht. SF113E. Da unten ist irgendwas mit Grad. Was steht hier? Was kann ich da sehen? JE. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. JET 113, also 113 Grad oder sowas. Keine Ahnung. Ja, die habe ich jetzt nicht. Anscheinend ist das so heiß geworden, weil die saß hier hinten, da so hinten dran, ne? Ist das so heiß geworden, dass sie durchgegangen ist. Und ich glaube mal, die haben hier hinten zugehabt oder was, Luftstrom blockiert, keine Ahnung. Also der Lüfter dreht. Ja, Lüfter dreht, aber Schraube ist lose. Oder der Lüfter hat nicht mehr gedreht, weil die Schraube lose ist. Das habe ich jetzt erst gerade, das merke ich ja gerade erst jetzt. Das kann natürlich auch sein, dass der Lüfter gar nicht fest ist und deswegen überhitzt ist. Das ist ja eine einfache Reparatur. Okay, dann werde ich das mal wieder fertig machen und dann werden wir uns sehen, wenn ich wieder fertig bin damit. Oder wenn ich soweit bin damit. Also Platinenkram und so weiter, das liegt jetzt da. Unten drinne, glaube ich. Nee, das habe ich hier auf dem Tisch. Hier, also ich habe hier echt gemessen. Sicherung ist heil. Oh, hier den Fokus falsch gemacht. Hey, hallo. Also, die Sicherung ist heil. Die Dioden sind heil. Der 78L05.
5. Wie ich sagte, von jetzt gesehen, links ist der Ausgang, drehst rum, ist rechts, ist der Ausgang, liegt auf L. Warum, wieso, weshalb die das so gemacht haben, weiß ich nicht. Keine Ahnung, hat ja, scheint wohl zu funktionieren. Der hier hat keinen Kurzschluss, der MOSFET. Eine Diodenstrecke kann ich messen. Der für den Lüfter hier hat auch eine Diodenstrecke. Eine, kein Kurzschluss, nix. Der hier hinten, kein Kurzschluss, nix. Kann ich auch eine Diodenstrecke messen. Scheint wohl hinzuhauen. Ich werde das mal hier, ich denke mal, weil ich das jetzt gerade eben mitgekriegt habe, dass hier die Mutter lose ist, dass der Lüfter ausgestiegen ist, weil so kann er ja gut drehen, aber wenn der anfängt zu drehen, dann dreht er durch und dann hat er nicht mehr den Luftdurchlass, den Luftdurchsatz. Und dann wird das natürlich hier ziemlich heiß, wenn der Lüfter nicht dreht, staut sich hier die Hitze. Der Temperatursensor ist ja auch hier hinten. Aber bis der das registriert, ist das hier schon so heiß geworden, dass die Sicherung ausgestiegen ist. Gut. Die muss ich wohl erstmal brücken. Das bleibt mir jetzt erstmal nichts über, bis ich eine passende gefunden habe oder bestellt habe. Das würde dauern, bis ich da eine finde, die passt. 113 Grad. Ja, das ist nicht gerade gängig. Gut. Theoretisch ist das ein Konstruktionsfehler, ein typischer Garantiefall, weil das hier darf nicht sein, dass hier die Schraube lose ist oder die Mutter. Also ich habe sie nicht lose gedreht, das habe ich gerade erst gemerkt, dass die lose ist. So, das ist meine Vermutung, was der Fehler war. Gut, dann werde ich das mal fertig machen und dann sehen wir uns dann wieder. Hallöchen, da bin ich wieder. Jetzt habe ich das erstmal so gemacht. Ich habe es noch nicht eingeschalten. Ich habe das jetzt hier erstmal so angeschlossen. Da unten kriege ich das jetzt hier hin. Warte mal. Da habe ich erstmal ein Stück Distelklemme zwischen zweimal geschrumpft, dass das da erstmal keinen Kontakt hat. Dazwischen ist eigentlich dieser, ja, was sind das, Glasfaser, was weiß ich, was Schlauch oder Silikon oder was weiß ich, irgendwie Schlauch, wegen Hitzeresistenz, bla bla. Wie gesagt, ich muss noch eine Sicherung besorgen, da gucke ich mal nach. Ich will das jetzt aber einfach mal testen, ob das jetzt so hinhaut. So, mal gucken, Strom, bla bla, kann mir jetzt nichts antun. Ich will nur mal gucken, ob das läuft. Aber so, dass ich hier auch mal kurz reingucken kann. Mit dem Lüfter. Die Welle ist, wie sagt man, da ist so eine abgeflachte Seite drin. Also der hat sich gedreht, aber da die Mutter lose war, hat er sich wahrscheinlich verkeilt. Irgendwo, dass er ein bisschen rausgekommen ist und irgendwo festgesteckt hat und dann nicht mehr Luft ziehen konnte. So, ich will jetzt mal reinstecken. So, und jetzt mal eine Warnung. Ich versuche es mal reinzublenden. Was ich jetzt mache, macht ihr auf gar keinen Fall nach, weil ich stecke da jetzt 230 Volt ran und das solltet ihr auf alle Fälle nicht tun. 230 Volt ist gefährlich. Arbeiten an Geräten an 230 Volt ist saugefährlich, sollte nur ausgewiesenen Fachmännern vorbehalten sein. Ich habe die Ausbildung, ich weiß, was ich hier tue. Ich muss noch mal gucken. Ja, kann mir nichts tun. Ich muss noch mal hier die Kabel ein bisschen sortieren, dass mal da nichts passiert. Ich darf es tun mit 230 Volt. Ihr dürft es nicht. Das sage ich gleich. Wenn es jetzt dunkel wird, knallt, hast du nicht gesehen, ja, dann war was verkehrt. So, es hat Piep gemacht. Hier tut sich nichts. Ich mach mal Licht aus. Zehn. Lüfter läuft an. 30 Grad, nee, 70 Grad. Ja, wird auch warm.
35 Grad ist das Minimum. So, Time kann ich runtersetzen. Das Piepen geht auf Ketten. 30 Minuten ist das Minimum. Also ich rieche, dass es schon warm wird. Ja, es kommt auch warme Luft unten raus. Es funktioniert. Hier muss man halt aufpassen, da ist irgendwo live mit drauf. Habe ich ja gesagt. So, jetzt habe ich ihn ausgeschalten. Er läuft trotzdem noch. Und jetzt ist er aus. Okay, das ist gut. Er hat einen Nachlauf. Das ist okay, passt. Gut, ich ziehe den Strom wieder raus. Geht auch nicht mehr. Gut, Strom ist raus. Er funktioniert erstmal wieder. Gut, dann baue ich das ganze Gedönse wieder zusammen und zeige dann nochmal fertiges Ergebnis. Die Klappe vorne fehlte. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt hatte. Da werde ich Pappe nehmen und dann habe ich hier Aluminium Klebeband, das werde ich damit draufkleben als Hitzeschutz, dass die Pappe nicht wegbrennt. Kann sie ja sowieso nicht. Also ich gehe ja nicht höher als 50 Grad. Also das sollte Pappe auf alle Fälle aushalten. Und hoffe, dass das dann lange genug durchhält. Ich werde es natürlich, werde ich hier die erste Zeit mal ein bisschen daneben sitzen und aufpassen, dass da nichts passiert. Aber es funktioniert. Ich habe gerochen, dass er warm wurde. Ich muss halt gucken, ob er auch die Temperatur hält. Werde ich einen Temperaturfühler von meinem Multimeter mit reinhängen und mal gucken, wie die Temperatur sich verhält da drinnen. Einmal hier hinten vielleicht und einmal da vorne irgendwo in der Öffnung, ob das auch wirklich passt. Ich werde das aus nicht unbeobachtet machen, das ist natürlich klar, ne? Gut, reinigen muss ich das Ding auch nochmal. Ich habe schon gesehen, da unten ist irgendwie Dreck drin. Das werde ich auch noch rausholen. Das ist ja erstmal nur provisorisch so, dass es erstmal überhaupt gehen kann. Aber meine Vermutung ist wirklich hier, der Lüfter durch die lose Schraube hat sich irgendwo verklemmt. Konnte nicht mehr laufen. Und dann ist das hier alles überhitzt. Aber ich werde noch eine Sicherung reinbauen. Also auf alle Fälle baue ich da noch eine Sicherung wieder rein. Das führt kein Weg dran vorbei. Aber so, dass ich das überhaupt erstmal testen kann, dass es, ob es überhaupt funktioniert, musste ich erstmal so machen. Gut, dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Tschüssi.